Robert Habeck? Robert Habeck, das ist wieder ein ganz anderer Typ. Und dilettantisch war schon sehr viel, was in den letzten Jahren passiert ist. Man stellt ja plötzlich fest, dass in der Küche mehr Politik gemacht wird als vielleicht im Dienstzimmer. Muss ein Wirtschaftsminister natürlich auch gerade stehen. Grünen Kadern geholt. Das sind alles Ideologen gewesen. Aber dann gleichzeitig, wie es vor allen Dingen auch der Arbeitsminister macht, zu sagen, wir dürfen Militär nicht gegen Soziales ausspielen. Hubertus Heil, da sind Sie. Hubertus Heil. Ja, das Gespräch hatten wir gerade. Entschuldigung, das geht doch nicht. Als Wirtschaftsminister versagt. Bei Markus Lanz war Theo Weigel, CSU-Ehrenvorsitzender, eingeladen und er hat zurückgeblickt auf das Jahr und auf die Ampelregierung und vor allen Dingen abgerechnet mit einem Robert Habeck, aber auch natürlich auch mit einem Olaf Scholz. Und in dem Sinne schauen wir direkt rein in die erste Szene, in der er mit der gesamten Regierung abrechnet. Habe ich mir gedacht, das ist ganz schön unverschämt. Aber jetzt, nicht wahr? Die sehen so aus, als ob ihnen wieder jemand sagt, Avanti Dilettanti. Würden Sie das machen? Damals war es ungerecht. Nein, das würde ich nicht machen, weil es unfein ist. Aber man erinnert sich an solche Dinge. Und dilettantisch war schon sehr viel, was in den letzten Jahren passiert ist. In der Tat, dilettantisch war sehr, sehr viel, was in den letzten Jahren unter der Ampel passiert ist. Natürlich fairerweise auch unter CSU, ne? Dobrindt beispielsweise mit der PKW-Maut. Enemy spotted. Alle? Für alle. Oder für Ausländer? Das war ja diese PKW-Maut. Nee. Das war aber genau. Bitte, das ist genau der Punkt. Mhm. Schauen Sie sich einfach einmal die Maut in Österreich an. Wenn es für alle gewesen wäre, wäre es doch durchgegangen. Ja, natürlich wäre es für alle gewesen. Natürlich. Sie hätten Sie Deutschen, Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen. Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ich schließe mich dem Urteil oder der Ausarbeitung des Generalanwalts. Wir reden jetzt auf dem Niveau, das Urteil zu akzeptieren. Nein, aber wir reden doch jetzt hier auf dem, das ist jetzt das Niveau albanischer Hütchenspieler, was wir jetzt gerade machen. Nicht. Doch. Das stimmt nicht. Doch. Nee. Und natürlich auch unter Merkel. Generell muss man also sagen, Dilettantismus in der Politik hat mittlerweile Hochkonjunktur bekommen. Insbesondere auch aufgrund eines Robert Habecks. Und um diesen geht es auch in folgender Szene. Robert Habeck? Robert Habeck, das ist wieder ein ganz anderer Typ. Ich frage jetzt wirklich mal Person ab, weil es natürlich geht um diese drei also der Menschen. Der versteht es, sich zu erklären. Man stellt ja plötzlich fest, dass in der Küche mehr Politik gemacht wird als vielleicht im Dienstzimmer. Menschen, die diese Rechte nicht mehr hatten. Das Projekt ist Jugendliche, die, sagen wir, den Weg zur Demokratie gerade suchen und mit den Gedenkstätten des Nationalsozialismus zu besuchen. Das ist schwer vorstellbar, wenn man einerseits sagt, keine Ahnung, alle massenweise abschieben, Remigration und so weiter. Und dann spielt man hier mit denen und trinkt die leckere Brause und chillt am Nachmittag. Wie übersetzt ihr das für euch oder wie übersetzt ihr das für mich? Ja, wenn denn dort Politik gemacht werden würde am Küchentisch. Das Desaster ist ja, dass er das nur als Wahlkampfwerbung nutzt, als Inszenierung seiner selbst und nicht wirklich mit Leuten ins Gespräch geht, die tatsächlich mal eine etwas konträrere oder gegenteiligere Meinung zu dem links-grün versifften Frame eines Robert Habecks haben. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wir spielen auf die Küchengespräche nur, an. Er hat natürlich als Wirtschaftsminister versagt. An welcher Stelle genau? Nicht nur das Heizungsgesetz, dass wir im Moment an letzter Stelle stehen aller Industrieländer, dass Deutschland den Durchschnitt der EU-Länder nach unten zieht, das hat es wirklich noch nie gegeben. Und dafür muss ein Wirtschaftsminister natürlich auch gerade stehen. Und eines, auch wenn man als Wirtschaftsminister nicht alles kann, aber seine Umgebung, die ganzen führenden Leute im Wirtschaftsministerium, die hat er sich aus seinen grünen Kadern geholt. Das sind alles Ideologen gewesen. Wenn ich mir mal vorstelle, auch als Finanzminister, ich hatte es mit den damaligen Wirtschaftsministern der FDP auch nicht immer leicht. Aber da waren Leute, da war ein Mann wie Schlecht, da war früher ein Mann wie Tittmeier, Horst Köhler, die waren alle im Bundeswirtschaftsministerium. So, und das fehlt, diese Sachkenntnis.
Ja, statt Sachkenntnis hat sich ein Robert Habeck lieber getreue Ideologen ins Ministerium geholt, die leider nicht nur keine Sachkenntnis hatten, sondern sich auch als korrupt erwiesen haben, wie zum Beispiel ein Patrick Reichen, sorry. Diese Souveränität, die natürlich ein Ludwig Erhard hatte und dem Haus gegeben hat, die ein Karl Schiller fortgeschrieben hat, die auch ein Otto Graf Lambsdorff in beachtlicher Weise beherzigt hat. Genau das fehlt, das ordnungspolitische Gewissen, das aus dem Wirtschaftsministerium kommen soll. Der ein oder andere munkelt ja, dass das ordnungspolitische Gewissen fehlt, weil der Staat macht ja keine Fehler. Entsteht aus etwas Gutem heraus. Wenn man nur sagt, das sind alles Idioten, versteht man nicht, wo das Problem ist. Es ist etwas Gutes, denn der Staat macht ja keine Fehler. Mag man manchmal so wahrnehmen, der Staat prasst mit Geld und ich höre solche Reden auch im Deutschen Bundestag, aber die Gelder haben ja immer einen Empfänger. Der geht ja immer irgendwo hin. Ja, das Geld geht immer irgendwo hin, zum Beispiel auch zu einem Patrick Reichen. Aber schauen wir weiter. Und dass die deutsche Wirtschaft natürlich die höchste Steuerlast hat von allen Ländern. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Mhm. Und wenn man ein Wachstum von null hat oder sogar etwas weniger, dann können nicht gleichzeitig Zuwächse im Lohn oder sonstigen Bereich von 5 oder 6% stattfinden. Rente zum Beispiel. Das alles sind unangenehme Wahrheiten, die man natürlich den Menschen sagen muss. Und das hat nicht stattgefunden. Aber dann gleichzeitig, wie es vor allen Dingen auch der Arbeitsminister macht, zu sagen, wir dürfen Militär nicht gegen Soziales ausspielen. Hubertus Heil, da sind Sie. Hubertus Heil. Ja, das Gespräch hatten wir gerade. Entschuldigung, das geht doch nicht. Übrigens gab es auch eine sehr interessante Analyse von dem CDU-Politiker zu einem Olaf Scholz hinsichtlich der Tatsache, dass Olaf Scholz so machtgeil ist, dass er unter allen Umständen, allen Widrigkeiten zum Trotz, trotzdem immer wieder darauf beharrt, irgendwo als Spitzenkandidat anzutreten, beziehungsweise als Kanzlerkandidat anzutreten. Ja. Das ist der mangelnde Stil. So geht man miteinander nicht um. Man kann sich auch anständig voneinander trennen und sagen, wir liegen jetzt zu weit auseinander. Aber dann hätte man auch, wie es der eine oder andere, ich glaube sogar Lauterbach, gesagt hat, wir haben immerhin 3 Jahre ordentlich zusammengearbeitet und jetzt trennen sich unsere Wege. Aber wie erklären Sie sich das? Ja, das hängt schon ein bisschen mit der Mentalität von Scholz zusammen. Heißt? Also er ist da ein völlig anderer Typ. Wenn ich verloren hätte als Parteivorsitzender, dann wäre ich nicht anschließend Vizekanzler geblieben und Finanzminister geblieben, sondern hätte ich meine Konsequenzen gezogen. Sie wären gar nicht erst angetreten? Nein, dann hätte ich auch gesagt. Auch nicht als Kanzlerkandidat? Nein. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.